Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verzichte jetzt hier ganz bewusst auf Polemik. Das haben wir ja auch in der Debatte davor schon getan, nämlich das Thema ist wirklich viel zu ernst. Es geht um Tausende von Beschäftigten in der Stahlindustrie und deren Schicksal. Und ich denke mir, Herr Kollege Howe, Jürgen, ich hätte mich gefreut, wenn Sie beim Thema geblieben wären. Denn dieses ernste Thema Stahlindustrie, gerade als Duisburgerin muss ich das sagen, taugt nichts für eine allgemeine Debatte über Wirtschaftspolitik. Und wenn der Emissionshandel das alleinige Problem der deutschen Stahlindustrie wäre, dann wäre diese Aufgabe einfach und dann wäre das, was der Herr Kollege Sundermann vorhin auch skizziert hat, das, was die Landesregierung ausgelöst hat in dieser Richtung, dieser Effekt wäre schon eingetreten und wir bräuchten uns eigentlich gar nicht mehr weiter zu unterhalten. Nämlich, warum wir nicht Ihrem Antrag zustimmen können, ist der Grund, weil nämlich der Emissionshandel nicht das alleinige Problem ist. Und das wissen Sie sehr genau, Herr Hofe-Jürgen. Und Metallerzeugung, und das wissen Sie auch, ist ein komplexes System. Nicht nur ein rein technisches, sondern wir haben sehr viele verschiedene Variablen, die eingehen von den Rohstoffen, Absatz, Wechselkurse, Personal und so weiter. Und das muss man können und das muss man auch wollen. Und daher teile ich auch das Unbehagen der Betriebsräte, dass sie haben, dass die Führungskraft vorrangig auch Herr Hiesinger das vielleicht nicht so wirklich nicht mehr wollen. Das heißt, dass sie letzten Endes diesen Konzern ThyssenKrupp umbauen wollen zu einem Technologiekonzern, weil diese Philosophie auch nicht mehr passt zu diesen Leuten, die von Siemens rübergekommen sind. Und warum sage ich das? Weil ich aufgrund meiner Erfahrung Ihnen einige Beispiele dafür nennen kann, wo genau das passiert ist. Ich erinnere nur an den Umbau der Metallgesellschaft zur GEA. Komplett neu von einem Rohstoffkonzern, weit breit aufgestellt, die Entwicklung hin zu einem Hersteller von Anlagen, von Maschinen für die Lebensmittelindustrie. Und die letzte Schließung zum Beispiel eines Hüttenbetriebes in diesem Bereich ist 2010 erfolgt. Ich erinnere an die Schließung einer Zinkhütte in Datteln. Und das ist erfolgt aus rein strategischen Gründen. Es gab überhaupt keinen anderen Grund, weil es gab eine positive Entwicklung. Und deshalb müssen wir auch als Politik mit diesen Unternehmen im Gespräch bleiben, dass nicht nur sie eine strategische Verantwortung ihren Shareholder gegenüber haben, sondern sie haben auch eine große Verantwortung für die Mitarbeiter und für auch die Menschen vor Ort. Und ich hoffe, dass ThyssenKrupp diesem Beispiel, was man noch ergänzen könnte, durch weitere nicht folgt. Nämlich das Know-how eines Technologiekonzerns wie Siemens hat auch große Chancen. Und auch das haben wir gesehen am Beispiel dieses großen Joint Ventures zwischen Chemie, zwischen Energiewirtschaft und zwischen der Stahlindustrie. Dort will man durch Zusammenarbeit zu einer klimafreundlicheren Erzeugung von Stahl kommen. Und das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist aus meiner Sicht ein Stück Zukunft, an dem wir Politik mitarbeiten können. Und wenn ich da mir einen kleinen Ausflug in die Kuppelgase nicht ersparen, das kann ich mir an der Stelle nicht verkneifen. An der Stelle spielen Kuppelgase nämlich eine ganz andere Bedeutung. Und zwar nimmt man Kuppelgase dort in diesem Joint Venture als Rohstoff für die chemische Industrie, weil eins auch klar ist, durch die Energiewende, durch die positive Umstellung auf erneuerbar, sind die Strompreise derartig gesunken, dass es Sinn macht, nicht mehr diese Kuppelgase zu verstromen aus reinen Kostengründen, sondern sich einer anderen Nutzung zuzuwenden. Und das sind Wege, die wir als Politik begleiten müssen. Und das ist Industriepolitik nach vorne gedacht. Das sichert am Ende die Beschäftigung hier langfristig in Nordrhein-Westfalen. Und dafür stehen wir Grüne, dafür steht auch die Rot-Grüne Koalition. Herzlichen Dank. Vielen Dank.